Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Wir sind in unserem neuen Büro, ihr kennt es ja mittlerweile schon. Ich bin so happy, dass es so toll geworden ist. Wir hatten aber ein Problem. Ein viel zu dunkles Sofa. Dieses Sofa war dunkelschwarz, also es war dunkelschwarz. Gibt es auch ein helles Schwarz? Wenn ja, ist helles Schwarz dann grau? Also, wir hatten ein schwarzes Sofa vor der schwarzen Wand und das war nicht ganz so gut. Wir wollten aber Geld sparen und haben gesagt, okay, neues Sofa wollen wir nicht, weil eigentlich ist das Sofa so cool und so lang, dass man sich da auch mal ausruhen kann und sich mal hinlegen kann. Nur schwarz vor schwarz war irgendwie schwarz. Und da bin ich bei Cover Couch auf richtig coole Bezüge für IKEA-Möbel gekommen. Das ist nämlich ein IKEA-Sofa. Und wir hatten ja auch noch einen Sessel. Beide sind aus völlig unterschiedlichen Kollektionen, hatten auch unterschiedliche Bezüge. Und ich habe mir zwei Bezüge dafür ausgesucht. Beide in Samt, natürlich in dem Farbton Grau. Und schon passen die beiden unterschiedlichen Möbelstücke richtig gut zusammen, weil sie denselben Bezug haben. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Das Wechseln der Bezüge war so kinderleicht, also ich dachte mir, okay, das macht mehr Spaß, als so ein ganzes Sofa neu aufzubauen. Also richtig cool, wollte ich euch mal geben und schaut euch das mal bitte an. Wie ihr seht, manchmal braucht es keine neuen Möbel, da reicht einfach ein neuer Bezug. Für mich definitiv ein ultimativer Tipp, wer sagt, ich habe auch ein IKEA-Sofa und ich finde das eigentlich noch total schön, aber der Bezug passt nicht. Tja, dann einfach einen neuen Bezug. So wie die. Ich meine, Leute, guckt euch das doch bitte mal an. Das ist so schön und es ist so flauschig und es passt einfach viel besser vor unsere schwarze Wand. Wenn euch solche einfachen Tipps gefallen oder wenn euch das hier gefällt, dann lasst es mich gerne wissen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt uns doch mal einen Kommentar, welche Farbe ihr gewählt hättet für einen neuen Bezug. Also welche Farbe hätte eurer Meinung nach für dieses Sofa richtig gut gepasst? Es kommen noch ein paar Videos aus diesem Büro, denn hier kommen noch einige Überraschungen auf euch zu. Lasst euch überraschen, die Wandgestaltung. Ganz ehrlich, bitte schreibt mir doch nochmal, was würdet ihr hier aufhängen? Bilder oder einen großen Spiegel? Weil die Wand darf ich gestalten und ich weiß noch ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich vorhabe. Bilder oder Spiegel oder beides? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, euer Wohnprinz Bastian. Tschüss!